Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die WIM, die Wechselprozesse im Messwesen. Die WIM sind dabei die Prozessvorgaben rund um Zählerwechsel, den Messstellenbetrieb und die Energiedaten und sind praktisch das Äquivalent für das GPKE, was ja wiederum die Wechselprozesse für die normale Energieversorgung wäre. Die WIMs sind eben die Wechselprozesse rund um den Zählerwechsel, den Messstellenbetrieb. Die WIM wurde Ende 2011 durch einen Bundesnetzagenturbeschluss eingeführt und hat praktisch im Rahmen der gesamten Liberalisierung des Messmarktes die entsprechenden Prozesse für eben den Wechsel von Messstellenbetreibern eingeführt. Die Liberalisierung des Messmarktes sollte schlussendlich den nächsten Schritt darstellen im Rahmen der gesamten Liberalisierung des Strommarktes. Wir hatten ja früher mal eine gewisse Monopolstellung, die wurde aufgebrochen. Und im Rahmen der Versorgung, also der Lieferung von Strom und Gas, war das schon ein durchaus vorangeschrittenes Prozedere. Man hat sich dann aber auch gedacht, man sollte das Ganze rund um den Stromzähler auch noch weiterführen und dort einen gewissen Markt erschaffen. Man sollte dort also praktisch Wettbewerber ermöglichen, auch an diesem Markt teilzunehmen. Und dafür brauchte man natürlich Prozesse. Und genau dafür wurde dann die WIM Ende 2011 eingeführt. Im Rahmen dessen wurde zwischen Verteilnetzbetreibern und Messstellenbetreibern sowie Messdienstleistern sogenannte Messrahmenverträge und auch Messstellenrahmenverträge eingeführt. Die haben die ganz allgemeinen Rechte und Pflichten, aber auch die ganz konkreten Prozessabwicklungen zwischen eben dem Verteilnetzbetreiber und dem ja jetzt vielleicht freien Messstellenbetreiber, der irgendwo am Markt als Dienstleister unterwegs ist, organisiert. In der WIM selbst wurden ganz konkret verschiedene Prozesse, wie zum Beispiel die Kündigung des Messstellenbetriebs, der Beginn und das Ende des Messstellenbetriebs geregelt. Das heißt, immer dann, wenn man den Messstellenbetreiber gewechselt hat, sind diese Prozesse die Grundlage für eben die Durchführung dieses Wechsels gewesen. Und auch dann, wenn es keinen Wechsel des Messstellenbetreibers gab, dann gab es natürlich noch andere Prozesse, zum Beispiel den Zählerwechsel, der Gerätewechsel, die Messung, also die eigentliche Ablesung oder auch Fernauslesung des Zählers und natürlich auch die Abrechnung. Das waren so die Prozesse, die in der WIM ab 2011 geregelt waren. Schon ein halbes Jahr später, April 2012, wurde die WIM das erste Mal angepasst. Und zwar im Rahmen von größeren Änderungen, die die GPKE, die MABIS und die WIM betroffen haben. Es wurde nämlich das Energiewirtschaftsgesetz geändert, um zu ermöglichen, dass ein Lieferantenwechsel auch untermonatlich stattfindet. Vorher war ein Lieferantenwechsel immer nur zum Monatswechsel möglich. Im Rahmen der weiteren Liberalisierung des gesamten Energiemarktes hat man sich dann aber das Ziel gesetzt, dass ein Lieferantenwechsel jederzeit stattfinden konnte, eben in einer 3-Wochen-Frist. Und dementsprechend mussten natürlich auch die Prozessvorgaben geändert werden, GPKE, MABIS und natürlich auch die WIM. Es wurden also schlussendlich hier nur verschiedene grobe Anpassungen in den Prozessschritten durchgeführt und unter anderem wurden auch einige Prozesse, die vorher mit einer UTLMD als EDIFACT-Datei abgewickelt wurden, jetzt neuerdings mit einer IFTTTA abgewickelt. Das waren so die größten Änderungen der WIM 2012. Dann war es erstmal ein paar Jahre ruhig um die WIM. Das mag auch daran liegen, dass der gesamte Messstellenmarkt vergleichsweise ruhig war. Es gab sehr wenige Dienstleister, die so bundesweit sich als Messstellenbetreiber oder Messdienstleister angeboten haben, weil das schlussendlich vielleicht auch noch kein so richtig interessanter Markt war. Es gab da nur wenige Beispiele, wie zum Beispiel Yellowstrom, die ja auch bundesweit mit ihrem Sparzähler unterwegs waren. Aber ansonsten ist da nur sehr, sehr wenig passiert. 2017 gab es dann allerdings eine größere Änderung der WIM und zwar natürlich durch die Effekte des Messstellenbetriebsgesetzes. Ende 2016 ist das Messstellenbetriebsgesetz, MSBG, als Teil des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende eingetreten und hat unter anderem die Messzugangsverordnung ersetzt. Dadurch mussten natürlich die konkreten Prozesse, die eben die Messstellen dann betreffen, natürlich auch wieder geändert werden. Es wurden also verschiedene Prozesse eingeführt, die auf das Smart Metering verweisen, das heißt, die also auf moderne Messeinrichtungen oder intelligente Messsysteme verweisen. Darüber hinaus wurden natürlich verschiedene Prozesse angepasst, weil es jetzt neuerdings die Messlokation gab. Der alte Zählpunkt wurde ja durch die Marktlokation und die Messlokation ersetzt. Darüber hinaus wurde ja eine Unterscheidung zwischen dem grundzuständigen Messstellenbetreiber und dem wettbewerblichen Messstellenbetreiber eingeführt. Und genau dementsprechend mussten ein paar Prozesse ein bisschen angepasst werden. Aber wie wir wissen, gab es ja bis heute noch keinen richtigen Rollout von Smart Metern, sodass die konkrete Anwendung von WIM-Prozessen nach der 2017er Version, die auch heute ja noch gültig ist, vergleichsweise gering ausgefallen ist.
Aber natürlich gibt es jetzt zum Dezember 2019 wieder eine enorme Anpassung der WIM, nämlich durch die Makro 2020. Dazu finden sich hier auf dem Kanal ja auch einige andere Videos. Und im Rahmen der Makro 2020 werden ja nicht nur GPKI, MABIS und MPES angepasst, sondern natürlich auch die WIM. In der WIM selbst gibt es jetzt eine Vielzahl von Prozessen. Es werden erstmal verschiedene Grundsätze besprochen und dann geht es natürlich auf den Beginn, das Ende und die Kündigung des eigentlichen Messstellenbetriebs. Dann gibt es ja Prozesse rund um die Verpflichtung des grundzuständigen Messstellenbetreibers. Das ist ja typischerweise der Verteilnetzbetreiber, der jetzt verschiedene Aufgaben als grundzuständiger Messstellenbetreiber übernimmt. Der ist dann verantwortlich für den gesamten Smart Meter Rollout. Der muss den umsetzen anhand von gesetzlichen Rollout-Quoten und mit Preisobergrenzen. Und es gibt natürlich Prozesse, um eben genau diesen grundzuständigen Messstellenbetreiber erstmal festzulegen und ihn dann in die Verantwortung zu setzen. Darüber hinaus gibt es natürlich Prozesse für den Wechsel des Messstellenbetreibers, denn es gibt ja jetzt auch die wettbewerblichen Messstellenbetreiber. Und die Prozesse da herum würden also auch noch mal ein bisschen genauer und diffiziler angeordnet. Es gibt Prozesse rund um die Messlokationsänderung, rund um den Einbau von intelligenten Messsystemen und von modernen Messeinrichtungen, also den beiden Smart Meter Varianten, vor allem Prozesse rund um den Ersteinbau von diesen Geräten. Natürlich geht es um die Messstellenbetriebsabrechnung, es geht darum, was passiert bei Störfällen und natürlich auch die Übermittlung von den Messwerten. Also ist die WIM durchaus etwas gewachsen und etwas diffiziler und vor allem rund um das Smart Metering jetzt auch etwas breiter aufgestellt. Und natürlich kann man sagen, dass die umfassende Aufgabenübertragung vom Netzbetreiber auf den Messstellenbetreiber, was zum Beispiel den Versand von den Messwerten angeht, sich natürlich auch in der WIM niedergeschlagen hat und dementsprechend dort einige Änderungen jetzt zum Dezember 2019 in der Makro 2020 zu erwarten sind. Habt ihr irgendwelche Fragen zur WIM? Dann stellt ihr einfach in die Kommentare. Wenn ihr euch etwas weiter damit beschäftigen wollt, was die Makro 2020 so bringt, dann geht einfach mal auf die Webseite. Der Link ist unten in der Beschreibung. Da gibt es das beste Seminar rund um die Makro 2020. Und ansonsten abonniert den Kanal, liked das Video und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.